Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ihr seht, wir stehen hier auf dem Parkplatz, wir sind ausgeschlafen und wir brauchen eine neue Tour. Ich habe jetzt mal das Navi umgestellt auf Nebenstrecken, das heißt, wir gehen hier auf externe Aufträge. Oh, externe Aufträge im Niemandsland. Da gibt es welche. Hier gibt es überhaupt keine. Wie doof ist denn das? Was haben wir denn im Frachtmarkt? Da haben wir Sachen. Müssten wir irgendwas Kurzes nehmen. Dringende Lieferung. Dann machen wir das gerade mal. Das war jetzt auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ganz und gar nicht so. Oder machen wir alternativ, dass wir den Truck wechseln und dann machen wir das. Das ist, glaube ich, besser. Dann besuchen wir mal einen LKW-Händler, weil ich möchte gerne einen kürzeren Truck haben. Und ich würde den gerne hier einen von hier oben nehmen. Muss ich nur gerade mal gucken, was haben wir denn? DAF? DAF hat man auch schon lange nicht mehr, ne? LKW Lille, Renault, Scania, Mercedes. Ich würde sagen, nehmen wir mal einen DAF und besuchen den auch. Ja. Weil dann starten wir von dort. Den möchte ich eigentlich nicht. Die Art sieht schöner aus. Den großen leuchten. Ja, die großen sehen schöner aus. Die Art gefällt mir persönlich besser. Wobei, schlecht ist der auch nicht, ne? Dann machen wir Ausführung ändern. Wie sieht denn der von innen aus? So schaut der von innen aus und der andere. Wie sieht der von innen aus? Genauso. Ziemlich ähnlich. Dann gehen wir mal doch auf die Ausführung. Machen wir einfach mal. Aber ändern hier natürlich. Das muss natürlich sein. So, hier brauche ich auf jeden Fall den 6x4. 4x2? Nee. 6x4, genau. Der ist auch was länger, ne? Ah, okay. So ist er nur länger als 6x4. Als 6x2, 4 ist er deutlich kürzer. Gut, wir nehmen den hier. Ja, 510 PS, mehr geht nicht. 12-Gang-Retarder. Nehmen wir 16-Gang-Retarder. Dann ist er einigermaßen für schwer gut geeignet. So, der hat auch Automatik. Hier seht ihr NDR, also parken, rückwärts, Leerlauf, Drive und
Was das ist, weiß ich gar nicht. Exklusiv, das nehmen wir sowieso. Was nehmen wir denn für eine Lackierung? Das sieht doof aus. Das sieht auch doof aus. So hell hat mir eigentlich schon gefallen, aber... Gucken wir mal. Piraten. Wow. Schwedische Flagge. Ich bin noch unschlüssig. Noch sehr unschlüssig. Nee, so dunkel will ich jetzt heute nicht. Oh, der ist auch nicht verkehrt. Machen wir das mal. Oder? Das wäre allerdings auch nicht so schlecht, ne? Der Drache? Nehmen wir den Drachen mal. Nehmen wir das mal. So, ja, jetzt müssen wir hier natürlich noch anpassen. Was haben wir denn alles? Vortex. Das ist DAF Spezial. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Schon eher der hier. Da wäre natürlich richtig schick, wenn man da noch diese Stroboskop-Dinger drauf packen könnte. Geht aber nicht. So, was haben wir denn hier? DAF. Ah, die Dinger. Ja, die können wir ruhig dahin machen. Das ist der. Hier haben wir unten noch einen Schutz. Genau. Den machen wir auch noch hin. Was haben wir denn da? Das ist DAF Spezial. DAF Spezial. Right. Left. Und hier unten können wir zumindest die Dinger hinmachen. Was war das? Das war der, okay. Trittbretter, können wir die Ninja nehmen. Wobei das jetzt nicht so viel ausmacht. Original. Beleuchtet. Ja, machen wir mal beleuchtet. Den gerne in Chrom. Wobei Lack sieht, glaube ich, besser aus. Chrom wäre bei so einem dunklen, sähe das, glaube ich, ganz schick aus, aber so in dem Hell gefällt mir das nicht so gut. So, DAF. Machen wir auch eher den dahin.
So, Spiegel. Da haben wir auch das Spezielle, sehr schön. Na, der sieht aber nicht so toll aus. Ah, da kommen wir der Sache doch schon näher. Oh ja, in Wagenfarbe, das ist gut. Der ist allerdings auch schick. Zubehörslot. Mega. Dann können wir hier. Immer im Wechsel. Die Dinger hinmachen. So. Was haben wir da noch? Ach, das ist der da, okay. Sonst haben wir da an der Leiste nichts. Gut. So einen können wir noch schön drauf machen. Machen wir mal den Ton. Hier natürlich noch Beleuchtung. Ganz logisch. Klar, der kommt natürlich auch hin. Der ist ein Muss. Was haben wir da noch? Auch die komische Fahne. Spiegel in Lack, das ist okay. Darf. Der ist okay, der passt. Da machen wir auch so den dezenten eher. Das ist in Lack auch okay. Den würde ich ja auch noch in Lack machen. Lack Plus. Ah, da haben wir hier noch die. Okay, gut. Passt. Vollschutz lackiert. Und Werkzeugbox mit linker, okay. Original passt nicht, der ist weg. Andere haben wir doch nicht, oder? Vollschutz. Den machen wir. Der gefällt mir gut. Da kommen natürlich die Beleuchtungen dran. Muss sein, ne? Was haben wir da? Ja. Durchaus. Durchaus. So, das war die. Machen wir das da, oder? Doch, das gefällt mir besser, das Geriffelte. So, Reifen, Räder brauchen wir ja auch noch. Da gehen wir natürlich wieder auf unsere Klasse A. Da nehmen wir die auch mal. Spritverbrauch und so, ne? Habe ich hier auch spezielle DAF? Ne, habe ich nicht.
Schade eigentlich. Ravenclaws. Nehmen wir die. Hier auch Ravenclaws. Nö. Raven Paint, Ravenclaws, doch. Nehmen wir den Ravenclaws hier auch. So. Da gibt es aber, glaube ich, spezielle Duff-Kappen, oder? Nee. Gibt's nicht. Scania Special. Nee, Scania will ich nicht. So. Aber hier gibt's. So, das passt. Ich glaube, hier ist fast egal, was wir nehmen, weil es hier auch die Duff gibt. Und es ist doch nicht egal. So, hier auch Chrome Vanity habe ich hier genommen. Und hier dann die da. So, schön. Dann haben wir hier hinten noch, da können wir... Da würde ich fast auf den hier gehen. So, und was haben wir da noch? Ah, so ist richtig. Nehmen wir den, glaube ich. So, wir werden ausgestattet. Ach ne, innen fehlt ja noch. Innen! Was haben wir da? Nee, das brauchen wir nicht. Das haben wir. So, da machen wir einfach Geldbeutel hin. Oder das Telefon. Telefon. Und da oben machen wir nur die zwei Slots hin. Kaffeetasse. Und da können wir noch den Geldbeutel hinpacken. So, was haben wir da? Wow. Machen wir mal so. Auch noch mal ein Schild. Ah. Nee, das machen wir definitiv nicht. Vorhang machen wir auch nicht, den haben wir. Da könnten wir, ne, da lassen wir diesmal nichts runterhängen. Oder gibt es hier irgendwas Stuff-spezifisches? Nö. Die Weihnachtsbäume will ich nicht. Sonst haben wir hier oben erstmal nichts. Da können wir noch was hinpacken. Tasche. Oh, hier hätte ich jetzt einen Laptop hingestellt. Kühlbox. So, dann würde ich sagen, sind wir startklar. 5,7 Mille kostet der. Heieieiei. Kaufen. Ja, jetzt kommt auch endlich mal die Frage, endlich. So, der MAN geht nach, wo haben wir denn hier? Da ist voll.
Dresden ist noch leer. Halle Leipzig ist auch leer. Sangerhausen, das ist einer. Dann machen wir mal Dresden. So. Okay. Und dann müssen wir natürlich erstmal unseren DAF bewundern. Bisschen schade, dass sie nur 510 PS haben. Da dürfte natürlich schon mehr sein. Aber sonst sieht er ganz schick aus. Und der ist jetzt dann noch deutlich besser für Nebenstrecken geeignet, würde ich mal sagen. So, doch, schick, aber jetzt müssen wir gerade erstmal gucken, dass wir hier in Dresden unserem LKW noch einen Fahrer verpassen, ne? So, oder Fahrerin. Gucken wir mal. Was haben wir denn? Der Adam. Ich würde auch gern wieder eine Fahrerin nehmen. Die Ida. Die kann ökonomisch fahren. Okay. Bräuchten aber ja eher einen, der auch Schwertransporte kann, ne? ADR-Fernfahrten. Ach, Schwertransport haben wir nichts Spezielles. Nehmen wir mal die Susan. Stellen wir die ein. So, die hat unseren MAN. Ich gucke gerade mal, was wir hier für Frachten kriegen. Wir stehen in Trondheim. Ja, da haben wir ja unseren DAF gekauft. Keine Aufträge in meiner Umgebung. Okay. So, dann gucken wir mal, ob man hier was Kurzes. So also kurz ist das aber nicht. Gibt es denn da in Cola externe Aufträge? Okay, sieht gerade ein bisschen schlecht aus. Dann muss ich mal. Oh, dann könnten wir vielleicht doch mal sowas. Nehmen wir den Dosenthunfisch mit der langen, mit dem langen Ding hier. Und gucken mal, ob wir das zeitlich hinkriegen. So, das sieht doch gut aus. Du beabsichtigst einen Schwertransport zu übernehmen. Ja, passt schon. Passt schon. So. Ja, gehen wir mal rein. Handbremse lösen. Und warten darauf, dass hier frei wird. Was machen die ganzen Autos da? Ja, wir fahren wieder Automatik. Ihr habt ja gesehen, das war auch eine Automatik. Deswegen stellen wir es auch auf solche. Bisschen schade, wie gesagt, dass er nur die 510 PS hat. Das dürfte ruhig mehr sein. Wenn man da Volvo verwöhnt ist. Aber wir holen jetzt gerade noch die Ladung und dann düsen wir in der nächsten Folge mal los.
und gucken mal, ob das zeitlich machbar ist mit den Nebenstrecken. Ich hoffe mal ja. Pennen gehen müssen wir erst in knappen 11 Stunden. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Der biegt ab, dann können wir da vorziehen. So, und hier kriegen wir unsere Ladung. Hoffe ich jedenfalls. Verdiene Fracht, bla bla bla. Auftrag annehmen, jawohl. Und da hinten ist er. Und da haben wir nicht viel Platz. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Wow, einfach mal daneben. Läuft. Boah, da ist krass wenig Platz. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Jetzt sind wir mit dem Langen ziemlich aufgeschmissen gewesen. Hier wären wir jetzt mit unserem Langen ganz gewaltig aufgeschmissen gewesen mit dem MAN. So. Ja, das ist unsere neue Ladung, unsere neue Tour. Können wir mal ein Stückchen vorfahren. Ja, da haben wir ein bisschen was zu transportieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.